Ob es auch für die nächste Patientin ein Happy End gibt? Queenie hat Gelenkprobleme. Humpeln. Die humpelt, die hat die Pfote. Die benutzt die Pfote nicht richtig, sie setzt sie nicht richtig auf. Und wenn sie wieder eingerenkt ist, dann setzt sie wieder auf. Und wir waren schon 2-3 Mal hier. Und nach einer Woche ist alles wieder in Ordnung. Und es hält so um und bei ein Jahr. Letztes Mal sogar 2. Und kein Arzt kann ihr irgendwie helfen. Nur mit Baden oder so, weil sich dann so Runzeln bilden an den Läufen. Und ein Hund baden oder eine Pfote ist kompliziert. Oder Creme läuft sich wieder ab. Also das ist schon für uns hier eine goldene Adresse. 5 Minuten später ist der Beagle an der Reihe. Einmal hoch und runter laufen. Wo ist dein Kostüm? Ist im Auto. Oh nein, ich hätte dich hier fast nicht wiedererkannt. Spider-Man, hier, guck eben. Da oben. Das war die Oma von Spider-Man. Das ist Oma Spider-Man. Und die ist da oben. Spider-Man ist zwar jetzt in Zivil unterwegs, trotzdem hat Tamme nicht vergessen, was er ihm versprochen hat. Komm her. Ich habe nämlich ein Huhn. Und weißt du, was das für ein Huhn ist? Das ist ein Spider-Huhn. Und weißt du, wo man das dran erkennt? Das Spider-Huhn legt ganz besondere Eier. Guck mal. Die sind rot. Und das sind Spider-Eier, die darf natürlich nur ein Spider-Man essen. Und darum gebe ich dir die mit, die schenke ich dir. Und die muss Mama dir kochen oder Oma. Und da gibt es ganz viel Kraft von. Martin ist auch kein Spider-Man. Ja, du wirst viel stärker, wenn du die Eier gegessen hast. Lass sie nicht fallen. Dann haben wir hier Rühreier. Auch Queenie geht zurzeit wie auf Eiern. Damit das aufhört, renkt Tamme ihr die Zehen ein. Und danach wird noch der Rücken abgetastet. Vorne so ganz klein bisschen Arthrose in die Füße, nicht, Schätzelein? Wie alt ist sie? 6. Bisschen früh, nicht? Ja. Aber auch ein bisschen gut bei Fleisch, ne? Auf zum Probelauf. Vor der Behandlung konnte die Beagle-Hündin ihre Pfote nicht richtig aufsetzen. Und jetzt? Das ist ja bald nicht auszuhalten, wie schön der wieder läuft. Ja, stimmt. Alles wieder gut. Und nach einer Woche ist es auch wieder noch besser. Ich würde sagen, dass es jetzt schon wieder okay ist. Tamme kann sich jetzt also den anderen Patienten widmen, die alle noch auf Hilfe warten.